Eröffnet wurde der Tag der Feuerwehr am 1. September einerseits von Michael Hopp, mit dem ich das Gespräch führe, und dann mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. An Punkten wurde genannt: Es sollte wieder verstärkt in das Bewusstsein der Bürger, dass hier hochmotivierte, gut ausgebildete und ausgerüstete Männer und Frauen im Dienste der Bürger stehen, um in echten Notlagen Hilfe zu bringen. Und bei aller Faszination für die imposanten Fahrzeuge und Geräte und bei aller Freude, die ein solcher Tag bereithält, gerät es fast etwas in den Hintergrund, wie wichtig, ja lebensnotwendig die Arbeit der Feuerwehr ist. Die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner sind es, die im Notfall sofort zur Stelle sind, die Brände löschen, Menschen und Tiere retten, unsere Stadt, aber auch ihre Denkmäler schützen und damit einen immens großen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Das verdient eben nicht nur den Lob und den Dank seitens der Oberbürgermeisterin beim Tag der Feuerwehr, sondern uns aller Wertschätzung 350 Tage im Jahr. Vielen, vielen Dank. Nachmittags gab es dann eine Übung mit dem Gefahrstoffzug. Da schauen wir mal zu. Die hier ausgerüstet ist, sowohl für die Brandbekämpfung, für die technische Hilfe und in engen Grenzen auch für den Bereich Gefahrstoff. Was ist denn mit der Schleife? Und es gab einen Löschwettbewerb, Jung gegen Alt, also mit gestandenen Feuerwehrleuten und der Jugendfeuerwehr. Und siehe da, bei den Jugendfeuerwehrleuten floss zuerst das Wasser. Und auch die ganz Kleinen durften sich im Löschen eines Feuers an einem Handfeuerlöscher probieren. Nun, nach den vielen Löschübungen hatte ich selbst großen Durst. So, am Tag der Feuerwehr am 1. September war zwar nicht ganz so heiß wie Ende August, aber immerhin, es ist Zeit, mit einem Bier den Brand zu löschen.